Errungenschaft, Heavy Metal, okay. Können wir mal so stehen lassen. Frische Luft. Ah. Ja, so frisch ist die gerade nicht, ne. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Biomutant auf dem PC in der 9. Folge. Hier waren wir letztes Mal stehen, mir geht's auch direkt weiter. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ist ein bisschen länger her. Ich muss wieder reinkommen. Verzeiht mir da ein bisschen. Aber der Punkt wird ja angezeigt. Alles tipptopp. Da unten stand noch unser Anzug, glaube ich. Jawohl. Müssen wir jetzt schnell hin. Die Luft ist so trocken. Oh ja, ja. Da gehen. Genau, das war... Da hatten wir unseren Anzug. Warum ist denn da eine Lupe? Da waren wir ja schon. Ist alles gut hier. Genau, die Zone ist irgendwie verkommen. Hier? Hallo. Ach, du bist ein... Ah, ihr seid... Feinde! So, gucken wir mal, was die Skvip-Grotte zu bieten hat. Ah ja, okay. Betritt den Bunker. Warte, ein Skvip-Kriechbau. Hier findest du viele Viecher. Gebietsziele, Skvip-Verkriech. Ultimative Fernka. Oh, oh. Okay. Moment, so, ja, ich. Kann ich aussteigen? Ja. Okay. Aber da kann ich nicht raus, oder? Also. Tritt in den Bunker. Welchen Bunker? Ei, okay. Hol vielleicht meinen Anzug wieder. Eine wunderbare Art der Fortbewegung. Junge. Glühendes Eisen. So, aber gar nicht. So, es geht weiter. Wir haben auf jeden Fall was. Hier, Punkt. Sonst. Okay, den haben wir schon. Wir brauchen eine alte Weltegerät, ultimative Nahkampfwaffe und ultimative Fernkampfwaffe. Oh, geil. Betritt den Aufzug? Okay. Ja. Als der nukleare Abfall schließlich verdampfte, stieg ein flüchtiges Gas aus dem Boden und befiel sämtliche Bauten, sogar die von Toxanol. In gewisser Weise bewirkten sie so ihren eigenen Niedergang. Ja, tja, belastend, oder? Weiter runter. Es ist nicht mehr viel übrig von dem, was diese Welt ausmacht. Ja. Habe ich gemerkt.
An der Klettern? Ich habe keine Ahnung mehr von der Steuerung. Okay. Okay. Ah, schauen wir mal. Wir haben es ja jetzt nicht eilig oder so. Hoffentlich hast du den Himmel nicht zum letzten Mal gesehen. Eigentlich muss ich da irgendwas mitmachen oder so. Die Lampe ist so kacke. Eine Idee. Hau den Deckel von diesem Schlammlaster runter. So wird sich alles hier füllen und du kannst den Eingang erreichen. Okay, ja, das macht Sinn. Ah, okay. Es war jetzt nicht wirklich sinnvoll, dass so ein kleiner Anhänger so einen riesigen Raum komplett füllt. Aber wir wollen es ja jetzt mal. Wir wollen es ja jetzt hier nicht so realistisch sehen. Ist ja hier alles nicht so. Alter, was für ein Klo. Hoho. Jedes bisschen hilft. Okay. Squibs gefunden. Ein Tierchentier. Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Sträubt sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Nein! Mann! Sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht, sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Die ich mal verändern müssen. Nee, Moment. Geht doch gar nicht. Sträubt sich wie. Sagt, oh, ja. Du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Alles geht. Ich wollte jetzt einfach verkacken und es geht einfach. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Okay, hab zwar keinen Plan, was du da laberst, aber von mir aus habe ich jetzt mal ja nichts sehen. Boah, geil. Kreatur streicheln und behalten. Easy. Wie geil ist das denn? Aura. Ella. Geil. Ausrüsten. Boah, geil. Boah. Oho. Es fehlt nur noch die ultimative Nahkampfwaffe. Die finde ich wohl da oben. Dafür hin jetzt. Hallo? Hi. Ich will sie behalten. Warum kann ich die nur schlagen mit Y? Ist Y immer... Schlagen? Hä? Wow. Hier hin? Ja. Oh, geil. Puh.
Oh. Gute Schnitte müssen geübt werden. Der Bereich ist abgeschlossen. Ah, das ist für meinen Anzug. Ja. Okay. Das läuft ja bis jetzt ganz gut. Geh dir die metallenen Mekton-Beine vertreten. Das machen wir. Eine neue Stufe sogar. Da müssen wir mal ganz kurz hier. Charakter. Wir können einen Punkt verteilen. Wo gehen wir denn hin? Bewegungsgeschwindigkeit. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen auf Gesundheit gehen. Intellekt. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit wäre natürlich auch schon mal nicht schlecht. Feilschen, bisschen Glück. Oh. Einmal Magilität nochmal. Deine Bewegungen gleichen einem Tanz. So, wir haben hier Verbesserungspunkte auch. Kung Fu. Boah, Junge, da weiß ich gar nicht. Ich würde nochmal ein bisschen sparen. Mal. Und dann später schauen. Wir gehen zu Gizmo zurück. Digga, was ein geiles Teil hier. Einfach nur geil. Errungenschaft, Heavy Metal. Okay. Können wir mal so stehen lassen. Frische Luft. Ah. Ja, so frisch ist die gerade nicht, ne. Man kann hier nicht atmen, ey. Gehen nach Osten, aha. Ah, hier, ja. Das war ja. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Wir kommen wieder in die Welt zurück, ja? Aber wir müssen erstmal sowieso... Losen. Das ist dann schon mal unser Ausgang. Er sagt, das sind genug Squibs, um die Krallkrankanone des Mektons mit unendlicher Munition zu versorgen. Gute Arbeit. Das ist die Spezialwaffe, mit der die Squibs im Mekton verstaut werden. Sie ist stark genug, um sie auf den Jumbo-Knoll zu schleudern. Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knoll gewerkelt, doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der Mekton wird stark genug für diese Aufgabe sein. Na, hoffen wir mal, ne? Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden. Ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu beheben. Vor deinem Kampf mit dem Knäuel bleibt noch Zeit, um den Mekton zu verbessern. In der Todeszone gibt es mehr Wrackkisten mit Ausrüstung. Du kannst den Mekton damit selbst ausstatten. Sicher erinnerst du dich noch an seine Lektion in Wiederaufarbeitung. Du solltest den Metallkram am Mekton selbst anbringen können. Gizmo möchte dir gerne helfen. Oh,
Der Trübschnauber gehört auf den Grund des Nasses. Danke zu dem Motto. Findet es super, dass du den ganzen Tag lang fleißig bist. Ist überrascht, dass du aufbrechen musst. Gizmo möchte dir gerne helfen. Sagt, solche Roboter sind selten. Freut sich, dass Steinalt und du ein Team seid. Keiner kennt die Schwächen der Weltenfresser so gut wie er. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Gizmo möchte dir gerne helfen. Du musst Gizmo dabei helfen, den Jumbo-Knoll zu besiegen, bevor er die Westwurzel zerstört. Der Baum ist intakt, doch alle müssen etwas tun, damit das so bleibt. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Ja, ist okay, wir gehen jetzt. Gizmo hat selbst auch noch genug zu tun. Der westliche Weltenfresser. Besiege den Jumbo-Knoll. Das geht schon direkt los. Okay, wir brauchen aber den Mekton dafür. Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben, während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. Für eine Belastung. Die Vergangenheit nicht. Lerne aus ihr. Siege den Jumbo-Knäuel, dann würde ich aber gerne den Mekton wieder mitnehmen. Das Problem ist, mit dem komme ich hier nicht raus, oder? Oder wo ist der? Ah doch, der ist hier aus der Todeszone, ist er noch ein gutes Stück weiter. Okay, ja, das sind ganz andere Aufgaben. Hier ist noch eine Wrackkiste. Na gut, okay. Also dann. Machen wir mal wieder an. Ja, vielleicht finden wir hier noch eine Kiste. Ja, können wir mal gucken, ob wir hier noch was anbringen können. Sieht ja ziemlich krank zusammengebastelt aus. Stell dir vor, in der alten Welt konnte man hier einfach hingehen und eine anständige Mahlzeit erhalten. Pangerang! Bisschen nah hier. Jeder Tag bietet eine neue Chance, die Welt zu retten. Gras aus der Blechkanne. Ja, genau, jetzt verbringt er den ganzen Tag, ja? Haupteisen. Aufnehmen. Ist nicht gerade subtil. Okay. So,
Ach, jetzt ist es dunkel. Ja, ist egal, wird schon irgendwie passen. Irgendwie rüber. So. Oh, Kacke. Ein Mekton kann nicht überall hin. Kontrollpunkt starten. Aber das war's auch für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann an dieser Stelle hier weiter und dann schauen wir mal. Also dann. Dann gucken wir mal, wo uns das weiterführt. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.